Hallo, heute möchte ich euch nochmal einen westfälischen Nachtisch zeigen. Und zwar ist das der Bratapfel mit Vanillesoße. Klingt lecker, ist er auch. Ich zeige euch, wie es geht. Kommt mit. Das sind meine Zutaten für meine Bratäpfel. Ich habe Rosinen, Mandeln, Zucker, Brombeergelee, Äpfel, das sind Boskop, Vanillezucker und Marzipan. Und jetzt kann es losgehen. Als erstes wäscht man die Äpfel ab und dann schneide ich den Deckel ab. Hierfür nehme ich immer den Boskop, weil dieser Apfel so schön zerfällt. Jetzt mache ich das Kerngehäuse raus. Am besten geht das mit einem Apfelstecher. Ich habe jetzt keinen Apfelstecher gehabt. Ich habe einfach hier mal reingestochen und hier hinten reingestochen und dann habe ich es durchgedrückt. So, jetzt setzt ihr die einfach in eine Auflaufform. Dann haben wir hier noch den Marzipan. Streifen hier, den mache ich jetzt einmal ein bisschen kleiner. Würfeln wir einfach mal. So. Und jetzt können wir die Bratäpfel befüllen. Bisschen Mandeln, bisschen Marzipan, paar Rosinen, immer wieder im Wechsel. Ein bisschen schieben. Je nachdem, was ihr lieber mögt, mal ob mehr Marzipan oder mehr Rosinen rein. Das liegt bei euch. So. Dann mache ich ein ganz bisschen Zucker noch drauf. Oder ihr macht eben Vanillezucker drauf. Das kann man auch machen, wie man möchte. Jetzt mache ich ein Löffelchen Brombeergelee da oben drauf. Normalerweise nimmt man ja Johannisbeergelee. Den habe ich aber nicht und Brombeergelee geht genauso. Der war noch im Haus. So, und als letztes fehlt noch die Butter. Jetzt schneide ich das kurz vorher gerade noch kreuzförmig ein hier. So. Nur ein bisschen. Die Zutaten habe ich euch aufgeschrieben und die stehen unten in der Infobox. Jetzt fehlt nur noch die Butter. Ich habe natürlich auch Zimt da drin, das habe ich ganz vergessen euch zu zeigen. So, ich habe jetzt die Butter einmal noch erhitzt, das ist ein Teelöffel ungefähr und das machen wir einfach hier oben drüber. Lass uns ein bisschen runterlaufen. Das ist wieder ein Rezept von meiner Oma. So wurde es früher bei uns gemacht. Und dann kommt der jetzt gleich in den Ofen. Wer möchte, kann noch ein bisschen Apfelsaft unten reintun in die Form. Oder auch ein bisschen Wasser. Aber es muss nicht sein. Das könnt ihr auch so lassen. Und jetzt kommt der Bratapfel in den Ofen. Jetzt muss ich nur noch gerade die Vanillesoße machen und dann kann serviert werden. Und jetzt wird serviert. Guten Appetit! Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein, wenn es heißt einfach und lecker mit Claudia. Bis bald!